Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zu Alex. Weiter geht's. RPG am Start hier. Ganz gechillt, ganz entspannt, Freunde. Ja, wer das kennt, weiß, auf was er sich einlässt bei mir. Und da freuen wir uns auch mal, oder? Ja, das ist wirklich ganz entspannt. Auf Nacht vielleicht schon zum Einschlafen oder wie auch immer. Also wir chillen hier ganz gemütlich durch die Stadt. Es gibt auch Kämpfe und alles, keine Frage. Aber ja, das ist einfach so hier bei dem Spiel. Ich freue mich trotzdem riesig. Mir macht es riesig Spaß. Bin schon gespannt dann auf die anderen Fraktionen und. Also momentan habe ich dann noch richtig Bock. Ich werde auch vielleicht, sorry, kleine Sorry an den Talokan, der immer fleißig schreibt und alles. Liebe Grüße an dich. Werd doch als erster, ich habe mir das jetzt gekauft, Assassin's Creed Origin mal spielen. Mal die ersten Parts mal rausknallen vielleicht. Und schauen wir natürlich dann auch gleich jetzt dann dementsprechend Wolfenstein einmal an. So, die ersten paar Minuten Rollstuhl, was ich da gesehen habe. Egal. Muss ich noch weiter schauen, ob das wirklich vielleicht von der Story her oder was ist da die Stärke. Also den Einzelteil habe ich eh Let's Played. Das hat mir Alex ganz gut gefallen. Aber ich kann schon mal sagen, ich werde es ziemlich sicher mal Minimum mal anspielen. Und wir werden dann überall schauen, wie viele Leute wo am Start sind. Hier natürlich bei Alex muss ich ganz ehrlich sagen, Riesendanke. Es sind nicht viele, aber die dabei sind, knallen die Legs raus hier. Nur das gleich so stoppt. Also fast die Hälfte. Ich glaube 10 Views, 4 Likes, weil einer war gleich, 11 haben wir dann gehabt. Ich glaube einer war ich sogar selber. Ein View, ich bin mir jetzt sicher, ob er das überrechnet, wenn ich mein Video selber mal anklicke, das Test, wenn ich es anschaue, ob das alles passt. Aber egal, so. Jetzt machen wir mal hier weiter. Für alle, die das natürlich nicht interessiert. Und zwar will ich unbedingt meinen ersten Gefährten am Start haben, bevor wir dann irgendwelche anderen Visionen machen. Und zwar nämlich ihn. Wir haben gesehen letztes Mal, Moment, switch mal auf die Maus, dass bei der Mission, wenn wir die anklicken, irgendwie nur er selber angezeigt wird. Das habe ich jetzt bei einem anderen Video auch gesehen, aber nicht dieser Asko oder what the fuck auch immer. Sorry. Wir werden hier mal Indizienbeweise suchen und ja, mal diese Mission hier mal ganz gechillt machen. Moment. Immer dieser Technikkram. Ja, genau. Ja, so können wir hier die Map jetzt mal relativ gut erkunden. Ach du Scheiße, wie kommen wir da jetzt darüber? Marker setzen. Der wäre jetzt, ist das das violette? Moment, ich kann mir noch... Hallo? Das beziehungstechnisch wäre auch geil. Also Richtung Süden, violett, genau. Süden, perfekt. Ja. Hello. Haben wir schon freigeschalten hier? Nein. Yes. Strike. Nice, nice, nice. Und Teleporter hier. Ich bin gerade überlegen, ob ich jetzt... Hä? Achso. Ah, ausweichen. Genau. Was war noch einmal? Taschenlampe? Keine Ahnung. Ah, die pennen da. Die Nachtwache. Wer kennt sie nicht? Von Game of Thrones? Hier scheint es ein bisschen wärmer zu sein. Ja, wollen wir uns jetzt hier lange aufhalten? Nein, ich... Ja gut, wenn ich sage, ich will mich ja nur mal kurz umsehen, was es so gibt. Ah, die ist grüne Magnesiumfackel, die nehmen wir doch nicht mit. Da stellen wir jetzt nichts anscheinend, okay. Warum auch immer das nichts kostet oder erlaubt ist. Man weiß es nicht. Dürfte für jeden zugänglich sein. Wow, jetzt müssen wir hier alles durchsuchen, oder wie? Na, das will ich nicht versuchen zu zerstören. Messer. Habe ich keine Waffe gewesen.
Ja, das ist natürlich Let's Play-mäßig dann auch ein bisschen ein Problem, wenn wir hier... Das werde ich vielleicht wirklich versuchen, offline einfach ein bisschen so die Gegend zu durchgucken. Wenn es wirklich was sehr Interessantes gibt oder so, werde ich es euch zeigen oder nachher erzählen oder was auch immer. Aber viel, wer es nicht kennt, vielleicht ist natürlich vieles hier erkunden, anschauen. Okay. Das war nix. Erkunden, anschauen. Was war noch einmal die Taschenlampe? Da unten haben wir keine. Springen. Ausweichen. Hat man nicht eine Taschenlampe mit oder war das ein anderes Spiel? Pures Mana. So, wir werden wirklich gleich jetzt weiter zur Mission gehen. Oh, okay. Aber da müssen wir den fast anquatschen, den Typen, glaube ich. Hallo. Oh. Wenn du dich ausruhen willst, such dir einen freien Platz und erhole dich. Und wenn du Hunger hast, finden wir sicher auch noch etwas Essbares. Und deine Frau müssen wir natürlich auch anquatschen, kein Thema. Danke. Für Fremde mag es immer den Anschein haben, wir würden nur nach dem Gesetz leben. Aber wir haben auch ein Herz für alle Gestrandeten, die bereit sind, ihrem alten Leben abzuschwören. Ich versuche stets durch meine Offenherzigkeit, Neuankömmlinge von unserer Sache zu überzeugen. Viele wissen es anfänglich nicht zu schätzen und haben Schwierigkeiten, sich in unsere Gemeinschaft zu integrieren. Aber ich denke, das gibt sich mit der Zeit. Wer außerhalb unserer Mauern aufwächst, wird zwangsläufig durch allerhand Gefahren abgehärtet. Da ist es mehr als verständlich, dass zwischenmenschliche Dinge auf der Strecke bleiben. Hallo, da packt einer rum. das ist ein Ort hier. Ah, was ist das hier für ein Ort? Ein seltsames Relikt aus der alten Welt, nicht wahr? Ich nehme an, wer immer hier gelebt hat, war auf der Suche nach Erholung. Wenn du willst, geh auf eine der höher gelegenen Plattformen und lass die Aussicht auf dich wirken. Dann bekommst du eine vage Vorstellung, wie schön es früher hier gewesen sein muss. Mhm. Du bist jetzt zwar nicht unbedingt so ganz mein Typ, aber wir bleiben dran. Warum baut ihr dann diese Hütten? Mein Mann ist sehr eigen und braucht seinen Platz. Mein Mann, alles klar, unter danke, uns, wieder schon. Er teilt nicht gerne. Darum lässt er auch nicht jeden unserer Leute hier Quartier beziehen. Das ist wahrscheinlich auch besser so, denn nicht jeder Raum ist vertrauenserweckend. Davon abgesehen gibt es nicht wenige, die sich dem Holz stark verbunden fühlen. Seit wann gehörst du den Berserkern an? Ich bin hier geboren und kann mir keinen besseren Platz vorstellen. Ja, Talo kann natürlich auch recht. Es ist wirklich viel Gequatsche hier. Aber mit dem muss man einfach rechnen. Also das, ja, das gehört einfach dazu. Das muss einem gefallen einfach. Aber ich verstehe schon, dass einem dann Witcher zum Beispiel besser gefällt auch. Habe ich schon letztens mal besprochen. Kann ich da vollkommen zu 100% nachvollziehen. Ich für meinen Teil muss sagen, mir gefällt beides. Also... Jedes hat so seine Stärken und Schwächen natürlich und ja, das ist so. Aber es gibt überall genug Fans von der Sorte Spiel und auch vom anderen. Es ist im Prinzip grob ja eh ähnlich, mit den Dialogen, mit Sprechen, grob jetzt. Aber gut, machen wir weiter, sorry. Mir fällt das nicht schwer. Du weißt offenbar nicht, was du da von dir gibst. Und auch wenn sie das schlimmste Problem sind, sind sie bei weitem nicht das einzige. Aber was nicht. Erzähle ich dir? Du kommst ja von draußen. Du weißt, was dort vor sich geht. Wir haben unser Leben auf das Essentielle ausgerichtet. Nichts von dem, was du denkst zu brauchen, brauchst du wirklich. Also ist der da oben vielleicht ein Mann, der König, oder wie? Puh, aber gut, wer weiß, was da noch alles möglich ist. Achso, ich wollte eigentlich mich einschleimen. Ich glaube, die oben ist quasi die Anführungszeichen gute Antwort. Ich könnte mich an das Leben hier gewöhnen. Ich würde es dir wünschen. Nimm mich zum Beispiel. Ich habe hier nicht nur eine Aufgabe, sondern auch meinen Mann gefunden. Und was braucht der Mensch mehr als eine Aufgabe und jemanden, der einem nahe steht? Genau.
man das Sprachfragen immer? Wie hältst du es mit Ragnar aus? Du meinst, weil er sich wie die Axt im Walde benimmt? Ja. Achso, das ist Ragnar. Doch alles nur Fassade. Okay, jetzt habe ich es auch checkt. Einem schwachen Herrscher folgt niemand. Und mir gegenüber benimmt er sich ganz anders. Aber das sind Dinge, die dich eigentlich nichts angehen. Ja, aber danke trotzdem für die Info. Hast du Goliath nie verlassen? Natürlich. Glaubst du, ich stehe nur am Herd, um den Männern was zu kochen? So war das nicht gemeint. Gut. Denn ich mag es gar nicht, wenn man mir diese Rolle andichtet. Nur als ich Ragnar einmal gezwungen habe, für uns zu kochen, da musste ich eine Woche lang... Kommen wir lieber auf deine Frage zurück. Ich sehe mich ab und an auf unseren Feldern um. Kämpfen kann ich zwar auch, aber ich muss es ja nicht darauf ankommen lassen. Mein Platz ist an Ragnars Seite. Ja, ich suche Arbeit. Oh, damals 200.000 Quests drin. Du hast wohl zum Anstoß genommen, dich nützlich zu machen. Gut, dann lass mal sehen. Ich für meinen Teil kümmere mich um den Zusammenhalt innerhalb der Stadt. Auch wenn ich Angrim oftmals nicht zustimme, was seinen Gesetzeseifer angeht, muss ich ihm in einer Sache recht geben. Fremde Dinge bringen Ärger mit sich. Und den möchte ich hier vermeiden. Es gibt also Ärger. Wie man es nimmt. Wir müssen uns mit allerlei Problemen rumschlagen. Darum bin ich froh, wenn wir neuen Ärger vermeiden könnten. Mhm. Aber lass mich zum Punkt kommen. Unsere Jäger haben mir berichtet, dass ein paar Kleriker vor kurzem von ein paar Mutanten überfallen wurden. An und für sich kann uns das natürlich egal sein, denn sie haben in Edan nichts zu suchen. Aber ihre Waffen liegen noch in der Nähe. Und in falschen Händen können sie großen Schaden anrichten. Ich will, dass sie gefunden und zum Werker Jora gebracht werden. Alles klar. Nur unsere Werker verstehen es, diese Gerätschaften unschädlich zu machen. Oh, Leute. Es ist wirklich viel zu plaudern. Ich habe die Waffen sichergestellt. Dann zögere nicht und bringe sie zu Jora. Ich möchte nicht, dass sie in Umlauf geraten. Warum haben die Jäger die Waffen der Kleriker nicht gleich mitgenommen? Sie wussten es nicht besser. Durch unser Gesetz sind einige so verunsichert, dass sie keinen Finger an etwas legen, das ihnen fremd ist. Dabei hätten sie die Waffen nur zum Schlund bringen müssen. Okay, ich glaube, mit dir können wir sicher auch plaudern. Sorry, Leute, ich wollte eigentlich die Mission machen. Was meine Unterstützung angeht. Okay, passt, danke. Wieder schon. So, du bist also hier drinnen. Ja. Es gibt so dermaßen viel. Ich kann sie einfach nehmen. Ja, geil. Nachdem wir unbegrenzt Ding haben, einfach alles nehmen, was man kriegt. Was nicht gerade rot angezeigt wird. Vor wem versteckst du dich? Vor gar niemand. Ich wollte es gar nicht machen. So, jetzt mal kurz mit der Maus und Tastatur, mal schauen. Wie mir das so gefällt. Ach so, das sind ja meine Taschenlampen im Prinzip. Ja, ich weiß schon wieder, sorry. Aber wo kann ich die? Die könnten wir eigentlich auf eine Schnelltaste legen. Da packt ein bisschen was rum. Ja, geh mal hier weiter. Besser. Magnesium. Quickslot. Einmal da hinunter anlegen. Dankeschön. Wunderbar. Elektroschrot nehme ich das. Gibt schon wieder Kohle. Energiespeicher. Klingt auch gut. So, gibt es hier noch überhaupt irgendwas mega interessantes? Boah, man kann hier durchs ganze Gebäude latschen. Ich will hier nicht jetzt auch... Ich will hier gar nicht alles durchsuchen.
Eigentlich wollen wir nur hinten raus, oder, dass wir weiterkommen. In dem Lade ist nichts drin. Also, weil jetzt ist es gar nicht mehr. So, Freunde, da gehen wir jetzt aber straight hin. Ich will zumindest einmal den ersten hier befragen. Achso, erste ist gut, aber das ist nämlich da. Ja. Sorry, mein Fehler. Ich kann nicht hier an Metallschrott vorbeigehen. Es geht einfach nicht. Willst du mich verarschen? Ich flieg gerade, komm einmal auf am Ding, flieg hier herum und dann ist man tot, wenn man hier auf der Kante hängen bleibt, oder wie? Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, das ist doch... Am nächsten ist ein Speichersystem, geil, so weiß ich, alle 3 Minuten oder so. Ja, das gibt's ja nicht, oder? Bin gerade gesprungen, bin dann auf der Kante einmal Ding. Dann fliegt er auf einmal urschnell runter. Und da macht er quasi diese Animation hier nicht, diese Flieganimation. Und das soll ich auf einmal sterben und vorher stirbt man nicht, wenn ich... Das ist keine... Das ist auch ein bisschen blöd, muss ich sagen. Aber gut. Hat es jetzt nicht wirklich viel gekostet. So, sehen wir hier... Ich muss mir da erst ein bisschen reinfuchsen. Achso, wir müssen da runter. Okay. Ich hoffe, das ist nicht schon irgendein Heilpflanze. Vielleicht können wir da uns selber ein Ding basteln. Oh. Nur nicht sterben, bitte. Da, 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 da. Fernkampfwaffe. Der Ausblick. Nice. Ah, ein Radarkästchen. Zeig hier mal. Etwas nach links. Finde ich ja geil, dass man einfach da so runter... Oh, der ist nicht tot. Na Gott sei Dank. Puh, irgendwann geht's doch aus. Mal schauen, ob wir das Ganze hier ein bisschen aufpumpen, aufpimpen können. Vielleicht weiß das zufällig der Talon kann, ob man diesen Schub auch updaten könnte. Oder ob das so bleibt. Na gut, das werden wir im Laufe des Spiels eher erfahren, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass das auch funktioniert. Oh, 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 oh. So, gib mir mal. Ach so. Will ich hier meine 31 Pfeile eigentlich nicht verschwenden. Ansonsten wäre vielleicht das fast ein bisschen klüger hier. Für den schnellen Nahkampf. Ach so, vielleicht können wir uns irgendwo niederlegen, dass wir da gratis ein Ding, das könnte was sein, aber was ist das hier? Ah, da müssen wir her. Perfekt. Vielleicht können wir bei dir pennen auch, Kollege. So, hast du irgendwo dein... Genau, jetzt liegt wahrscheinlich, oder es gibt hier nirgends ein Bett, wo wir einmal eins brauchen.
da ist ein Bett. Hallo? Das ist das einzige Bett auf der ganzen Map, wo man nicht schlafen kann. Na, auch geil. Irgendwas Interessantes? Nein. Und wenn wir es gerade nicht riskieren... Aha, das da oben macht ihm wieder nichts, dass wir das mitnehmen, okay. Ach komm. Hey du! So, alles geht automatisch los. Die ganzen Viecher auf. Du bist wohl nicht oft in der freien Natur unterwegs, was? Warum interessiert dich das? Ich will nur wissen, ob du mir in die Quere kommst. Das hier ist mein Jagdrevier. Solange du mir meine Beute nicht abspenstig machen willst, betrachte ich dich als meinen Gast. Und wenn ich es mir recht überlege, können wir vielleicht sogar voneinander profitieren. Natürlich nur, sofern dich meine Waren interessieren und du bereit bist, sie gegen ein paar Splitter einzutauschen. Du bist Jäger? Natürlich. Aber wenn dich die Berserker geschickt haben... Warum nicht? Ein Leben unter dem Schutz... Also, was ist... Ach so, wir müssen... Ja, okay. Ein Berserker wurde ermordet, genau. Ein Berserker wurde ermordet. Ach. Was wollte man schon fragen? Wen hat es denn erwischt? Ich würde gerne fragen, ja... Puh... Ja, fangen wir um an. Sein Name ist Askor. Kanntest du ihn? Sein Name war Askor. Kanntest du ihn? Askor? Du meinst diesen intellektuellen Schnösel? Ja, den kenne ich. Nur weil er lesen konnte, hat er uns einfache Leute immer behandelt wie Dreck. Der alte Warlord Ragnar hat ihm alles durchgehen lassen, als ich noch in der Stadt war. Ragnars Liebling, sage ich dir. Dem geht man besser aus dem Weg. Aber er ist tot, sagst du, ja? Naja, auch gut. Recht stark für den Alter. Warst du schon mal in dem Waldstück direkt vor Goliath? Womit jagst du eigentlich? Du bist recht stark für dein Alter. Immer an der frischen Luft. Das weckt Kräfte und Geron bleibt gesund. Warst du schon mal in dem Waldstück direkt vor Goliath? Es gibt keinen Ort von Edan, wo ich noch nicht gewesen wäre. Ich sag dir, das Fleckchen Erde hier unten ist für die Jagd am besten. Kein Detektivspiel auch nicht schlecht. Womit jagst du eigentlich? Es gibt nur eine einzig wahre Waffe für die Jagd. Der Bogen. Alles andere gehört in die Schlachterei, aber nicht ins Jagdrevier. Wann warst du das letzte Mal in der Gegend um Goliath? Ich bin schon seit Wochen nicht mehr dort gewesen. Wie viele Wochen genau? Etwa vor 2 Monaten. Hey, verhörst du mich hier etwa? Nö. Ja, aber du kannst der Mörder von Askor nicht gewesen sein. Ach ja? Und wie kommst du darauf jetzt so plötzlich? Du benutzt deinen Bogen. Askor wurde mit dem Schwert getötet. Genau. Aha. Na dann. Dann lass gefälligst diese dämliche Fragerei, klar? Aber du hast doch hier ein Schwert, oder? Voll im... Ihr seht das doch, oder? Der hat doch auch ein Schwert. Ist das ein Schwert? Na sicher. Ja, okay. Was soll's. Ist halt so. Nö, das interessiert mich nicht. Was hast Sag du? Sag mir, was du hast. Stärke. Wir haben 16 von 40. Auch wenn wir das Geld hätten, würde es uns nichts bringen. So, genau. Keine Rüstung, nur Äpfel. Kein Heiltrank. Fuffi kostet ja Lecco Mio. Ja, das werden wir alles noch irgendwann einmal vielleicht brauchen zum Kaufen. So, Verkaufen. Wieso steht das 16? Ach so, das ist die... Ah, ja. Setzerbogen. Suchender Pfeil.
Das ist ja auch geil. Leco mio. Suchender Pfeil, Freunde. Mützentechnisch. Ja, schade, dass der nicht eine andere coole Mütze einfach so am Start hat oder so. Finde ich schade. Ja gut, es ist ja hat ja relativ gut geklappt hier eigentlich. What? Leg einfach so einen Pfeil rum, oder was? Oder mehrere? Nice! Den nehmen wir doch mal gerne mit. Jetzt haben wir wie viel? 37, geil. Ich stecke erstmal weg das Ding hier. Ein Hammer. Ach so, ich wollte ja den Schrott noch verkaufen, Freunde. Wow. Zeig mir, was du hast. Waffen, Gegenstände, genau. Bier. Plus 10. Da machen wir jetzt nicht wirklich irgendwo die große Kohle. Kann ich das nicht irgendwie anders sortieren nach Preis oder ich weiß nicht was? Wo ist denn da der Müll eigentlich? Mana, Heilpflanze will ich alles nicht unbedingt verkaufen. Wo ist denn diese Elektroschrott? Die sind vielseitig verwendbar. Wer kein Handel Talent besitzt, kann sie auch einfach verkaufen. Ja gut, da würden wir jetzt schon 90er kriegen dafür, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das nicht doch irgendwo brauchen dann später. Goldbahn. 10? Ein Zieler? Sorry. So, einen Hammer verkaufen wir. Kann ich dir den Schrott verkaufen? Oh, was war das? Shit, 40? 24 Zigaretten. Jo, wir brauchen mal keins. So. Okay, passt schon. Und du bist? Nee, jetzt kann ich mit dir auch reden. Ich bin Lennart, seines Zeichens angehender Meisterjäger. Zumindest wenn Meister Geron mir gezeigt hat, wie ich mit den großen Exemplaren fertig werde. Du verstehst dich also auf die Jagd. Ich übe noch und feile an meine Jagdtechnik. Und was ist mit dir? Kennst du dich in der Wildnis aus? Ja, geht nicht. Ich bin die Wildnis nicht gewohnt. Nicht jeder von uns ist dazu berufen, ein Meisterschütze zu werden. Aber je länger du dich hier aufhältst, umso mehr wird die Natur dich lehren. Zumindest sagt mein Meister das immer. Wer weiß, vielleicht kannst du von ihm auch noch etwas lernen. Was hast du als letztes gejagt? Naja, Meister Geron und ich haben ein paar Viechern aufgelauert, die uns auf die Pelle gerückt sind. Wir konnten sie aufscheuchen, aber haben nur einen Teil von ihnen mit Pfeilen behaken können. Gerade als ich dachte, ich hätte den Rudelanführer im Visier, ist mir der Bogen aus der Hand geglitten. Wie hast du das denn fertiggebracht? Ich bin unglücklich gestolpert. Da habe ich mich wohl nicht besonders schlau angestellt. Jedenfalls haben die Biester dann Jagd auf uns gemacht. So viel dazu. Ach so, meine Mütze wird automatisch beim Gespräch runtergeben. Gut, das habe ich beim Mass Effect eigentlich auch immer so gemacht oder so eingestellt. Das ist eigentlich eh gut, dass das gleich von Haus aus ist, wenn er so eine Vollvisiermaske hat, aber er zieht es nicht ab. Hast du deinen Bogen zurückgelassen? Natürlich, ich habe sofort die Beine in die Hand genommen, als wir attackiert wurden. Dass man seine Waffe nicht zurücklässt, hat mir ja keiner beigebracht. Wenn du überleben willst, ist das die Grundvoraussetzung. Jetzt weiß ich das auch. Aber wenn dich so ein Vieh allein mit den Augen frisst, naja. Bist du denn zufällig noch länger hier in der Gegend? Meister Geron wollte mir bei der Suche nach meinem Bogen nicht helfen, aber mir wäre schon daran gelegen. Okay. Ich habe schließlich keine Ahnung, wie man ein... Handwerk 1 haben wir auch noch nicht.
Ich ahne, was du von mir verlangst. Du machst das also? Du bringst mir meinen Bogen zu... Das habe ich nicht gesagt. Aber du hast es sicher in der... Wenn du mir also hilfst, werde ich meine Beute mit dir teilen. Außerdem hast du mir damit aus der Patsche geholfen. Wo genau hast du dein... Es ging alles so schnell. Auf jeden Fall war es weiter im... Das ist keine Gruppe. Naja, vielleicht hilft es. Das Mann, macht dich alles ein bisschen schneller hier, aber wenn mir noch etwas einfällt... Na. Ich treibe deinen Bogen wieder auf. Nehmen wir es mal an. Wenn du das tust, dann ist dir mein ewiger Dank sicher. Außerdem gebe ich dir neben meiner Beute noch ein paar Splitter. Oh, und das muss natürlich Sache. Unter uns bleiben. Ich will nicht, dass Geron etwas... Wenn ich meinen Bogen... Also quatsch ihn am... Alles klar. So, machen wir jetzt eigentlich Schluss oder nicht? Wir markieren mal auf jeden Fall das da drüben. Wir wollten eigentlich noch da runterschauen. Das ist... Oh! Einmal an, ich bin instant tot. Okay, das habe ich nicht gekannt. Motti kann jetzt einfach so... Okay, alles klar. Ja, wie geil. Aber cooler Speicherpunkt. Nett, 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 nett. So, ist der noch da? Er kotzt mich einfach an von drüben. Okay, lassen wir den. Wie der im Anfangsgebiet, trotzdem hat er einen toten Schädel oben und ist... Oh. Auch ein toten Schädel, auch zu hoch für uns. Gut, wir schauen trotzdem mal... Ach so, meine Gesundheit war schon... Okay, die war ja auch herunten. Okay, okay, okay. Wieder im Bett, aber wo können wir wieder nicht schlafen? Ich wollte ja nur ohne Heiltrank einmal gratis auftanken, Kollegen. Oh oh. Irgendwo geortet, aber er kommt nicht raus, wie es ausschaut. Kann ich mich hier unten... Kann ich mich hier irgendwo ausrasten? Nee, oder? Komm, scheiß drauf. Jetzt haben wir uns den hier rein. Nein! Einmal schießen und man muss sofort weg. Ah, fuck. Da muss ich doch XP kriegen, wenn ich den niederhau, oder? Ah, ich will einen sondern ausschalten. Das gibt's ja nicht. Ja, und wieder komplett umsonst. So, das probieren wir jetzt noch. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue... Für ein Gebiet hier, das gibt's ja nicht.
Was ist denn das hier schon so krass? So, da geht's nicht darunter. Okay, so geht's auch. Das nehmen wir auch mit. So. Jetzt werden wir mal selber mal kurz speichern. So, mal kurz überlegen. Da muss man sich sehen, dass er uns auch trifft. Ich weiß nicht, ob der aufs Dach kommt. War das? Nein! Oh, geklappt. Das legen muss mit. Ah! Okay. Die fällt noch gegenseitig. Gar nichts mit dem Joypad. Ich glaube, wir müssen das Viech killen, dass wir die XP-Punkte kriegen. Ja, oh, fuck. Wackel gehabt. Was? Ach, das ist der neue. Ich will den killen, wo ist der? Jawohl! XP oder wie? 25 Erfahrung. Oh, okay. Und mega viele Pfeile verschwinden! Komm schnell, ein Trank. So, wie kommen wir da jetzt weg? Wo müssen wir hin überhaupt? Da müssen wir hin. Da müssen wir hin, Freunde. Was ist... Ach so, ja. Geron, genau. Welche Richtung schaue ich da eigentlich? Da nach oben. Gibt's da was bei der? Ich will... Ich will 38 Minuten, Freunde. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal Schluss für hier. Oh, 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 oh. Und laufen. Verfolgt er uns? Nein, Gott sei Dank nicht. Und tschüss. Wie weit verfolgt der mich? Ist er nicht. Jetzt bleibe ich da hängen. Gibt's überhaupt da oben ist eine... Ja komm, leck mich doch. Ja genau. Er rennt mir einfach nach. Okay, das geht mir auch ein bisschen auf den Geist, muss ich sagen.
So, ist er jetzt nicht auf Aggro? Egal, ich versuche mal da oben hinzukommen. Ich sage danke für die heutige Folge, mal fürs Zuschauen. Wir können jetzt schleichen. Ah, jetzt. Da liegt doch noch was. Egal. Und ja, nächstes Mal machen wir weiter mit der nächsten Befragung. Das könnten wir ja wirklich ein bisschen schneller durchziehen. Ihr seht hier gleich daneben, neben dem hier so komische Viecher, die... Es steht kein Level dabei, sie haben einfach nur einen Totenkopf und ich bekomme da irgendwie zu wenig Info, muss ich ganz ehrlich sagen. 37 Pfeile, das heißt, das war nach vor dem Kampf, oder? Und wir kriegen da gar keine Info. Gut, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen und ich versuche mal irgendwie hier raufzukommen. Ciao, ciao.